Was? Was ist? Wo kommt der jetzt her? Von hinten. Morgen, Jungs. Und Mädels. Hey. Mein Spruch. Ja, aber wir haben doch jetzt so viele weibliche Zuschauer. Okay, aber beim nächsten Mal darfst du wieder. Dann behalten wir unser altes Schema bei, okay? Ja, jetzt lad den Spielstand. Ja, den Spielstand. Vom 1. März. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren in diesem Raum mit SCP-035. Ja, und den Tentacles. Tentacles? Genau. Tentacles? Testicles. Nein, das bei den Testikeln handelt es sich um die Hodensäcke. Sprich jetzt nicht so. Also, das ist medizinisch völlig legitim. Ja, und deswegen tust du plötzlich deine Sprechweise völlig ändern. So. Also, das Motto hierbei ist jetzt rein, raus, tschüss. Ich mache hier erstmal Platz im Inventar. Da vorne liegt das Metal Plate. Und der Radio Transreceiver. Transceiver. Transceiver. Nee, oh no. Nein, kack. Jetzt muss ich mich heilen. Zweimal. Okay. All your wounds heal. Du hast ja die Pille genommen. Ja, die Battery. Muss man noch chargen hier. Da ist es nicht so schlimm, dass sie dich penetriert haben. Lass es mal! Das geht doch hier auf die Battery. Ach, scheiße. Nee, jetzt haben wir es. Ich glaube, ich wurde nochmal getroffen. Warte, meinst du, wir verbluten jetzt? Ich heile von allein. Ja, es tropft. Dann nehme ich die Bottle. So. Ja, schon wieder mal später. Hat er vorhin schon wieder Pocket Dimension. Ja, aber es hat auch nur kurzzeitig geholfen. Stimmt. Ein Red Room. Dann gehen wir doch wieder dahin. Oh Mann, wir sterben, glaube ich, vom Blood Loss. Ich habe kein Dripping Blood mehr gehört. So. Da waren wir jetzt drin, ja? Genau, müssen wir jetzt da rein. Maintenance Tunnel. Maintenance Tunnel. Das ist a bit risky. Weil der Larry ja noch frei rumläuft. Scary Noises. Das war die falsche Richtung, glaube ich. Wie viel scarier ist es? Wenn du es schaden hast. Ja, jetzt komme ich aber nicht an der Pier vorbei. Ja, nicht so wild. Und dafür ist es der Safe Way, scheinbar. Also rechts rum ist der Safe Way. Ich fahre nicht. Das ist aber schade. Plus, jetzt kommen wir auch nicht mehr raus, oder was? Hoch irgendwann. Das ist halt, weil der Hausmeister. Jetzt fahren wir. Weil der Hausmeister. Der Hausmeister? Larry gefuttert wird, ja. Gefuttert. So. Da haben wir wieder hier den Zugangscode, oder? Oder ist das die andere? Ja, das ist die, die man nicht lesen kann. So. Ein dunkler Tunnel. Navigator checken. Links müssen wir genau. Zumindest mal kurz gucken. Ach nee, doch nicht. What is this? Okay. Oh, okay. Weiter geht's. Wir brauchen nochmal die Glocke. Cool Sound. Geht runter gehen? Brauchen wir. Der hat ja gesagt, ich soll hier die Warheads remotely deaktivieren. Aber
aus welchem Grund? Ich habe es nicht ganz kapiert. Hat er nicht gesagt, wir sollen ihn anlassen? Nein, wir sollen ins Void Silo und Remote Void machen. Remote. So. Das ist der Hammer. Das ist vielleicht mal an, oder? Weil ja, ist dann die Ausdauer weniger. Ich glaube schon. Das mache ich erst, wenn die Durchsage mit dem Mindfit Fix kommt. Alles klar. So, ich glaube, dass wir das dann überleben. Guck mal, da sind wir schon mal getroffen worden. What the fuck? Alter! Damit haben wir halt gar nicht gerechnet, ne? Okay. Boah, was? Warum? Einfach so. Weil er es kann. So, wo müssen wir jetzt hin? Die Ente war's. Also ich würde jetzt erstmal da rückwärts gehen. Und da schauen wir, wenn es Sackgasse ist. Aber jetzt pass auf, ne, dass da so ein Catwalk oder so kommt. Oder ist es in dem Bereich? Ja, ne? Ja, das sieht aus wie einer. Doch, dann wäre es schon zu spät. Ja. Nice. Das ist scheiß Insekt. So. Drei Sackgassen. Vor mir drei Sackgassen. Ich check jetzt meinen Uhrzeigersinn durch. Ein Endroom. Nein! Nicht gut. Meinst du, wir können die dann containen? Nee, aber in die Richtung habe ich Platz zum Ausweichen. Bisschen zumindest. Müsste man immer doch den. Hey, der ist schlau. Ich dachte, der läuft jetzt hier. Nein, was für ein Penner! Das ist jetzt nicht so gut. Nein! Hat er uns. Scheiße, schon wieder. Oh, blöd, ey. Gerade für seine Containment-Zelle. Warum läuft der da echt in die Brücke? Nicht. Diagonal? Kann sich doch zwirbeln durch die Luft. Haben wir doch gesehen. Geht's einfach bei irgendeinem durch. Scheiß auf das Dokument da. Beim letzten Mal ist nichts Gutes passiert. Ach nee. Ich glaube, wenn man da ist, dann ist schon vorbei. Das ist wieder der Knast hier. Scheiße. Wir waren bisher nur einmal in dieser guten Pocket-Dimension, ne? Ja. Die gute. Das ist Jump and Run. Da müssen wir so nach rechts gelaufen. Wenn man von so Plattform zu Plattform springen muss. Das hat einfach Spaß gemacht. 3D Jump and Run. Keine Plattforms. Und Steine? Oh ja, scheiße. Yes. Ich hab's schon mal geschafft. Aber auch nur einmal. Ja, weiterkommen. Ja, toll, jetzt hab ich's nicht gesehen. Da oder da? Nicht da? Nee. Okay, warte. Ich hab ein bisschen zu weit vorne gezeigt. Ja, zwei Schritte gehen noch. Ich bin nicht ganz sure. Weiter gehe ich auch nicht. Das ist schon sehr knapp, ja. Oh, what the fuck. So, da bin ich, glaube ich, safe. Oh, man. So, von wo kommt das andere? Von links? Nee. Einer von rechts hinten und einer von rechts vorne. So, assi. Da muss ich, glaube ich, hin, oder? Nee.
Scheiße ist denn das? Wo bin ich denn safe? Nach dem ersten musst du gehen. Also wenn der von hinten kommt, dann musst du laufen. Also jetzt vom Timing her und wo du starten musst. Ich würde noch einen Schritt gehen, aber mehr nicht. Also wenn der von hinten kommt, dann... Nachdem der vorbei ist. Ja, weil das ist ja logisch, weil... nach so... Oder? Ist das logisch? Ja doch, weil wenn du nachdem den da läufst... Naja. Shit. Scheiße. Fuck. Ist doch behindert. Pocket Dimension ist sau behindert einfach nur. 10 Minuten wollen wir es nochmal probieren. Jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss. Ja. Load Game. Ohne Absturz. Was für eine Fail-Episode. Ja. Bisschen Fail. Das habe ich ja bis jetzt gar nicht erzählt, ne? Ja, mir schon, aber. Ja, für die Zuschauer meine ich. Woher das kommt. Mach das mal, das ist ziemlich lustig. Und zwar, meine Schwester, die ist ja so eine Obertusse. Und die schreibt mit ihren Best Friends. BFFs. Ja. Schreibt ihr in WhatsApp. Oder die schreibt nicht nur, sondern die schicken sich Sprachnachrichten. Das ist dann meine Schwester unten im Wohnzimmer, ne? So, und kriegt so eine Sprachnachricht, dann hört ihr erstmal mit dem Lautsprecher an, dass es wirklich jeder mitbekommt. Und dann schreibt sie nicht zurück, sondern antwortet auch mit der Sprachnachricht, ne? Macht sie eine Aufnahme. Bisschen fail. Und schickt sie ab. Zu gut. Ich brauch das noch. Ich wurde schon einmal gehittet, ne? Nochmal. Das muss besser funktionieren. Ja. Der andere Spielstand könnte ich eigentlich mal löschen. Ach komm schon, wirklich. Ich habe keine Lust mehr. Die Aufnahme geht weiter. Ja, okay, stimmt, wir können jetzt ja cutten. Ja. Wir haben das jetzt mal hier übersprungen etwas. Weil hier Hashtag bisschen fail. Mit dem Absturz. Scheiße. Lass es fallen. So. Au, oh, yeah. Oh, so, yeah. Ich habe jetzt alles. Das Metal Plate. Du nimmst dieses ominöse. Meinst du, du kommst durch, ohne zu sterben? Jetzt verletzt? Nee. Also ich muss die Pille nehmen. Wow. Ja, ich bin nicht mehr gehittet. Yeah. Das heißt, ich habe noch eine Strange Bottle, um mich zu heilen. Ja. Wir haben ja... So, da drüben war jetzt nichts mehr, ne? Sind wir im Kreis gelaufen. Ja, heilt die Strange Bottle jetzt eigentlich? Ich glaube, wenn man Schaden hat, dann heilt die. Wenn man blutet, dann bringt es nichts, ne? Nee, wenn man blutet, dann halt die eben. Also zumindest, ich weiß nicht, ob das eine Wahrscheinlichkeit ist oder... Du musst vielleicht länger durchhalten. So, soll ich jetzt mal links rumgehen? Das ist mir egal. Dann wird die an die Pille kommen. Oh, dann kommt der halt immer, ja. Der kommt da halt echt, ne? Lassen kommen. Wie heißt der? Holzkohle. Sich durch den Boden geglitscht. Solange ich die Augen sehe, kann er eigentlich bloß vor mir sein, ne? Dass er plötzlich aus einer Richtung kommt, ne? Ja, aber was willst du jetzt machen? Du willst ihn doch abhängen, oder? Dazu musst du etwas davonrennen. Schild! Ich muss fallen lassen, da, das tun wir da hin. So, come on. Aufgeregt. Come on. Oh nein, da kommt er! Bitte nicht schon wieder die scheiß Pocket Dimension. Ja, da wird's auch nicht mehr so umbringt, Gustav. Soll ich da vorne rennen oder soll ich. Ja! Was? What the was?
Du hast gerade noch dahin geschaut, Mann. Da war er. Ja. Ein elendiger Drecksack. Sau behindert. Was? Der dreht sich voll. Schau mal. Was macht er denn? Ich hoffe, das sieht man im Video wieder immer. Ah ja. Ah ja. Jetzt auf einmal doch, oder was? Ja, also lauf bitte mal. Oh Gott. Die Augen verschwinden dann. Heißt das nichts Gutes? Jetzt flieh doch mal gescheit, bitte. Ja, wie denn? Im Aufzug, oder was? Dann rennen. Einfach so mal im Kreis, bis er weg ist. Ja, dann kommt er aber auf einmal von vorne. Das merkt man schon. Anders geht's, ne? Da komm her. Kann ich da nicht mehr. Soll ich? Nee, weiter. Ah, ist weg. Ein Erfolg auf allen Ebenen. Wir haben ihn abgehängt und ich habe noch eine Pille bekommen. Aber wir fahren nicht. Fail. Bisschen. Bisschen, ja. Bisschen fail. Bisschen fail, Part 2. Heißt nicht schon eine Episode ein bisschen Fail, Jan? Ich glaub schon, ja. Und es ist jetzt ein bisschen Fail Nummer 2, würde ich sagen. Bisschen Fails. Mehrere bisschen Fails. Hashtag bisschen Fail. So. Ist der Sarg. Boah, wenn der aufgehen würde. Puh, das wäre richtig hart. Boah, jetzt hier. Da kriegen wir hier unsere Ballistic Vest und die Maske SCP-035 hat ja gesagt, wir sollen die Remotes deaktivieren. Ich weiß nicht, ob er das nur als Tipp gesagt hat, oder? Ist eigentlich schon bekannt, wann die nächste Version rauskommt? Mir nicht. Ja, Alex B. weiß doch... Oder war das eine Question of the Day? Question of the Day, nein. Der Alex B. hat doch einmal die 09 vorausgesagt, oder? Kann das sein? Ja. Der hat die 09 selber gemacht, oder? Hat die selber gemacht, ja. Da schauen wir wieder beide aus. So. Regalis ist doch der, wo es endet. Nennt er sich. Ja. Regalis. Das ist der Spitzname von Alex B. Wir haben dich, Alex. Der Name im Forum ist Regalis. Ja. Cooler Name eigentlich. Ja, wenn ich jetzt noch. Oh. Ist es wieder? Ja. Genau. Okay. I got this. Was tust du? Ihn rauslocken? Das tue ich. Oh, ich hab. Das ist zu risky, oder? Den da reinzulocken? Und dann da die Tür zuzumachen? Ja. Was machst du? Yeah. Sackgassen. Wir suchen immer noch die Glocke, ne? Not good, ja. Und wenn wir jetzt haben, dann müssen wir zurück zu 914. Scheiße. Puh. Waren wir da jetzt schon? Nee. Oh. Nee. Den können wir direkt mal containen hier. Das ist gut. Der nervt nämlich richtig. Ja. Das ist ein Mausbug. Auf Treppen kommt er häufig vor.
Auch bei 682. Da wo er richtig scheiße ist, kommt er halt öfter. Aber sie sind nie durch einen gestorben, oder? Durch einen Mauspack? Nee. Nur erschrocken. Ja gut. Bring it on. Was ein Sadist. Und so früher eine Voraussetzung ist dafür, dass man... Musst du ja nicht machen. Ich finde noch Container. Achso, ne, dann haben wir eine Omni. Na komm schon. Und jetzt finden wir einmal einen Menschen da drin und dann quälen wir den. Das ist echt schlimm. Es ist doch schon lang kein SCP mehr dazu gekommen, dass es so rumlaufen kann, sag ich mal. Also sowas wie 106. 140, ja. Weil das sind eigentlich die schlimmsten. Können wir mal eins einfügen. Das ist was richtig Asoziales. Ich meine, dieses Vieh von der Glocke schaut ja schon assi aus, aber das macht was nichts. Was ist das ursprüngliche Modell von SCP-096? Ne? Nee. Doch, ich glaube schon. Nein, das war schon mal drin. Dieses Phantom ohne Glocke war das mal im Spiel, glaube ich. In der früheren Version wurde dann rausgenommen. Und dann später wieder reingemacht. Mit Glocke. Soweit ich das weiß. What the fuck? Ey! Was? 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 Nein! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott! Das hat nicht gehört, hat die Maus gewackelt. Scheiße. Diese verkackten. Was? Nein! Nein! Was denn? Ja, das war jetzt eigentlich der Sound von 106, ich weiß. Ja. Wo wusstest du, dass er nicht kommt? Ja, weil wenn die noch contained haben. Ach so, ja, warum? Das ist ja voll bescheuert, dann kann doch der Sound nicht kommen. Ja, er hat's halt das SCP verwechselt. So. Hashtag Glocke in Gelatine. So haben wir auch mal eine Folge genannt, gell? Ohne Hashtag. Ja, ohne Hashtag, ja. So. Alles lauter wichtige Items eigentlich. Ja. So, jetzt müssen wir zurück. Eigentlich. Ja? Mann, was ist für was ist diese Metallplatte? Andrew. Vielleicht weiß es ja jemand. Stimmt, vielleicht weiß jemand, wofür diese Metallplatte zu gebrauchen ist. Und vielleicht weiß auch jemand das mit dem Phantom aus der Glocke. Das war doch schon mal im Spiel drin. Lalala. Was ist denn mit dem? Der taucht so komisch irgendwie auf, gell? So, der portet sich. Nicht gut. Was? Ja, ich bin nicht an den Schalter gekommen. Das Alter. War's. Das war's. Yeah. Hab keinen Bock mehr. Fail. Totally fail. Mapseed fail. Scheißdreck. Nee, das der Mapseed. Ja. Bist du blöd? 3YU5UJA. Nee, das ist am Schluss heißt ja. Oder Uja. 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 3U5UJA. Das ist ein Hardstyle-Lied. Uja. Ah ja. Das, wo der Amazon singt. Amazon. Uja. Hardstyle. Genau. Yes. Einzig wahre. Jo, das war's. Ich glaub. Das Spiel spielen wir auch nicht weiter. Nee. Das ist mir zu blöd. Das hat sich nicht gelohnt. Nächstes Mal wird es eine User-Map geben. Vom LP mit Zombie. Genau. Die Map hat er, glaube ich, Dr. Zombie genannt. Genau. Dr. Zombie von Zombie mit LP. Zombie mit LP? LP mit Zombie, ja. LP mit Zombie. Ich weiß es auch nicht. Wir blenden den Namen da in die Beschreibung ein mit dem Channel und dann...
Könnt ihr gucken, was er so hat. Genau. Dann wie immer, subscriben, liken und vielleicht auch teilen. Ja, du vielleicht. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Auf dass es keine Fail-Episode mehr gibt. Bisschen Fail. Bisschen Fail-Episode. Uns gibt es keine Fail-Episode, es gibt ein bisschen Fail-Episode. Bisschen Fail. Du musst immer so tussenhaft sagen. Okay. Bisschen Fail. Das können wir immer einblenden. Zu viel Aufwand. Schau mal. Ja, dann müssen wir jetzt dann gucken und bearbeiten dann, an welchen Stellen wir das immer sagen. Wir müssen so laut sagen, dass da so ein Ausschlag kommt. Bisschen Fail. Ja. Genau so. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ich denke immer, ich will noch irgendwas sagen, aber dann fällt es mir doch nicht ein. Kennst du das? So, eigentlich haben wir noch irgendwas, was wir den Zuschauern sagen wollen, aber... Ja, diese Episode, die war so gefailt, da will ich... Ich weiß nicht. Ich kommentarlos einfach stehen, so. Na gut. Ja. Macht's gut. Tschüss.